Moin moin und herzlich willkommen zum TWS und zurück auf der Spielplattenbaustelle. Im ersten Teil dieser Tutorial-Serie hatte ich euch ja gezeigt, wie ihr eine sogenannte Diorama-Spielplatte für das Tabletop-Game Necropolis baut. Und nachdem wir dabei alle viel Spaß mit Styroporkügelchen und Spachtelmasse hatten, geht's nun an die düstere Gestaltung. Fangen wir mit dem Auftragen von Sand und Steinchen an. Dafür braucht ihr kleine Steinchen und am besten zwei unterschiedliche Sandsorten, feinen und etwas gröberen. Ich nehme dunklen Terrariumsand, denn zweimal gesiebt ergibt das direkt die drei nötigen Körnungen. Tragt auf einen Teil der Spielplatte etwas Holzleim auf, um ihn dann mit einem nassen Pinsel gleichmäßig zu verteilen. Hierbei wird der Kleber nicht nur dünnflüssiger, er braucht durch das Wasser auch länger zum Antrocknen. Entsprechend müsst ihr euch auch nicht zu beeilen, um zunächst ein paar Steinchen, dann punktuell den groben Sand und schließlich großflächig und dick den feinen Sand aufzutragen. Arbeitet euch Stück für Stück über die gesamte Platte voran, bis alle Bodenflächen gestaltet sind. Lasst danach die Platte über Nacht durchtrocknen, um erst dann den überschüssigen Sand abzukippen. Die senkrechten Felswände könnt ihr natürlich ebenfalls mit Sand und Steinchen bekleben. Als Variante rühre ich aber dünnflüssige Spachtelmasse mit etwas Sand an, um den Mix dann mit einem Spachtel und feuchten Pinsel aufzutragen und anschließend noch etwas Sand drüber zu streuen. So entsteht eine dezent andere Oberfläche und ihr habt Abwechslung gegenüber der Bodengestaltung, ohne dass es zu anders aussieht. Aber egal wie gut ihr die Platte beim Besanden eingeleimt habt, irgendwo war der Kleber zu dünn oder schon angetrocknet oder Sand und Steinchen sind nicht richtig in den Kleber eingesunken. Um diese Lücken nun auszubessern, sprüht die Flächen mit ein wenig Wasser aus einem Pumpzerstäuber ein. Streut anschließend auf alle Lücken ein wenig feinen Sand für weiche Übergänge mit dem Untergrund, um dann die gesamte Fläche zu versiegeln. Dafür könnt ihr normalen Holzleim nehmen, den ihr stark mit Wasser verdünnt, bis dieser dünnflüssig, aber immer noch milchig ist. Tragt den Mix entweder mit einer Pipette oder per Pumpzerstäuber auf. Geht in dem Fall aber mit allem nach draußen, um den Sprühnebel nicht in der Wohnung zu haben. Und keine Angst, der weißliche Leim-Wasser-Mix trocknet transparent und matt aus. Kommen wir zur Bemalung. Ich möchte die Spielplatte in eine düstere Nachtszene tauchen mit viel Schwarz, etwas Blau, einigen lila Schatten und dezenten hellgrauen Highlights. Als erste Grundfarbe mische ich daher etwa 3 bis 4 Teile Schwarz mit einem Teil Blau an. Als zweite Grundfarbe mische ich Schwarz und Blau im Verhältnis 2:1 an. Wie üblich plus Wasser und etwas Holzleim zum Versiegeln. Die erste Grundfarbe wird dann großflächig und überall aufgetragen, um die zweite Grundfarbe dann auf die flachen Bodenbereiche nass in nass aufzutupfen und zu verblenden. Und auch die Bäume werden so bemalt. Ist alles getrocknet, geht's ans Trockenbürsten mit einem möglichst breiten Pinsel. Dunkelt euer Blau mit etwas Schwarz ab und geht damit einmal über die gesamte Spielplatte und Bäume, um erste Details herauszuarbeiten. Es folgt ein ganz leichtes Trockenbürsten mit Hellgrau, um einen Untergrund für die nächste Trockenbürstschicht zu schaffen. Tragt das Grau überall dort auf, wo das Mondlicht hinfallen könnte, also zum Beispiel nicht in die Tunnelbereiche. Danach bürstet ihr nur noch mit einem minimal abgedunkelten Blau wieder über die Platte. Lasst aber hier und da einige Bereiche aus, vor allem an den senkrechten Felswänden und in den Tunneln. Mischt euch dann in 2 Schritten einen dunklen und einen helleren Lilaton an, indem ihr zu eurem Schwarz und Blau noch etwas Magenta gebt. Damit werden die senkrechten Felswände und Tunnelbereiche ganz, ganz vorsichtig und in 2 Schritten trocken gebürstet, um für farbliche Abwechslung zu sorgen. Nehmt dann das pure Blau und einen nicht mehr ganz so großen Pinsel, um hier und da über die hellgrauen Highlights zu bürsten und diese blau einzufärben. Durch den hellgrauen Untergrund leuchtet das Blau nun stärker. Den Abschluss bilden ein paar letzte hellgraue Trockenbürst-Highlights, aber wieder nur hier und da und nicht großflächig. Und genau wie bei den Schritten zuvor werden auch die Bäume so noch dezent akzentuiert. Und wem all das nun zu blau und farblich zu eintönig ist, kann die Platte mit etwas Wasser anfeuchten und punktuell noch etwas braunen Wash auftupfen. So entstehen dezente braune Farbschleier und etwas warmer Kontrast zum kalten Blau.
Danach wäre die Diorama-Spielplatte für Necropolis dann aber auch schon spielbereit. Ich hoffe, ihr habt jede Menge Ideen und Inspirationen für eure nächsten Projekte mitnehmen können. Viel Spaß dabei und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!